Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Und ja, viel haben wir nicht mehr zu tun. Bald wird Makedonien auch, also das Let's Play auch fertig sein. Also, ja, ja, wobei, also mindestens noch 5 Folgen würde ich sagen. Genau. Ich muss jetzt wieder reinkommen. Für euch war es ja nur 3 Tage, glaube ich. Brauche ich da was? Ja, vielleicht. 3 Tage, oder 4 vom letzten. Und für mich ist es schon über einen Monat. Also ich habe ja Vorbot produziert. Also im Februar habe ich ja viel mehr zu. Nee, anders, im Januar. Januar habe ich das letzte Mal gezockt. Uiuiui. Genau. Und jetzt sind wir schon Mitte März. Also ich habe Ende Januar komplett vorproduziert für bis jetzt. Weil ich war noch im Urlaub, beziehungsweise Urlaub war es nicht wirklich, das war, wo bist du denn? Das war, für mein Unternehmen, oder für das Unternehmen von uns, war es eine, ja, Geschäftsreise quasi, also da haben wir entschieden, was wir wann releasen und wann wir überhaupt, in die Öffentlichkeit gehen und so weiter und so fort. Und ja. Gut, also die Konföderation ist gerade ganz nett zu uns. Ah, genau, die ist die mag uns überhaupt nicht. Ah, uiuiui. Uiuiui, minus 388. Tja, dann würde ich sagen, erklär uns mal den Krieg. So. Genau. Ja, die Abtrünnigen muss ich auch bald mal in den Griff bekommen, aber das mache ich dann alles schon. Gut. So, Mitte März. Wie geht's euch denn gerade? Bei mir ist es gerade sehr stressig, aber mei. Also ich habe am Montag, also heute ist Freitag. Ich hoffe, ihr nehmt dieses Geld mit dem gebührenden Respekt und in aufrichtiger Freundschaft an. Ich hoffe, ihr nehmt dieses Geld mit dem gebührenden. Und ich muss noch einiges. Steht der da mit Absicht? Come on. Weil da kann ich sau viel von ihm vernichten. Genau, also, genau, ich muss noch so viel vorbereiten für Montag und das ist halt nicht ganz so easy. Und jetzt habe ich gerade gesehen, dass für Sonntag, kein Let's Play mehr hochgeladen ist. Und ja, das ist nicht gut, weil am Wochenende habe ich keine Zeit. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Aufzunehmen und naja, genau, dementsprechend. Dementsprechend nehme ich jetzt auf. Und ich habe jetzt Zeit gefunden, weil mein Lack alle gegangen ist.
Das war für mich jetzt übelst blöd. Aber... Unser General wird angegriffen! General! Für euch ist es ganz praktisch. Unterstützungsschiffe bereit! Ja! Stolze Söhne Makedoniens! Ihre Geschosse erwarten eure Befehle! Jawohl! Artillerie, Kommandant, zu euren Diensten! Eines unserer Schiffe wird geentert! Schiffe warten! Unser General ist gefallen! Ja, natürlich! Wie schnell stirbt... Nein, ich hab den da angeklickt. Weil mein General so schnell stirbt, ne? So eine Pussy. Entschuldigung! Ups! Das war... Das war... Entschuldigung. Die darf ich dann nicht einfach so da lassen. Ja, läuft doch nicht ganz so gut, aber mein General ist auch überraschend früh von uns gegangen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Kann ich denn nicht treffen? Sehr schön. Und hier bei Seegefechten immer dran denken, wenn ihr mit Artillerie spielt, immer schön selbst schießen. Links kommt, glaube ich, auch einer. Links und rechts. Sehr schön. Und noch einmal. Ja. Und dann der da. Feuerkraft bereit. Autsch, das hat weh getan. So. Bist du schon tot, ja? Du bist auch schon tot? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Bereit. Feuerkraft bereit. So. Pyrrhus-Sieg. Ja, aber gut. Passt. Der Vorteil ist eben, wenn er edler tot ist, mir egal. So edel war der gar nicht, der war echt unlucky. So eine Sekunde im Kampf und schon gestorben.
2000, ja, nee, machen wir jetzt mal als Sklaven. So. Ich weiß nicht, ob ich mit dem wirklich gehen wollte. Oder wollte ich den in den Tod schicken? Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall ist er jetzt so oder so tot, also passt. Mit den Arvenern bin ich auch im Krieg. Ja, okay, ich bin eigentlich mit jeder keltischen Fraktion im Krieg. Sirene, das Blabla-Boom. Ach stimmt, hier habe ich ja so unglaublich... Meine Familie ist einfach so unglaublich groß. Synektismus, ehrenhafter Tod. Achso, ja, das hat mir ja schon angehört. Kind ist geboren. Das ist einfach so krass. Welches Kind kann ich... Ah, die da. Kann ich bilden? Kann ich noch jemand bilden? Ja, noch eine Frau. Das ist gut. Der kann ich heiraten, der kann ich heiraten. Der kann nicht heiraten, der kann heiraten. Ist so lustig, ja. Beim Sparta Let's Play haben wir nur keine Ahnung. Also ist sehr weniger auf jeden Fall. Krass, was bin ich denn dafür? Ah. Okay. Okay, ja, warum nicht? Wein. Und, so. Hier kommt mal... Kommt da später. Dann gehst du mal Richtung Hormus. Du scoutest mal. Und du gehst mal Richtung Diospolis. Wow, ich bin sehr gut in Namen lesen. Was? Du holst dir gerade neue Einheiten. Das ist sehr schön. Ich bin mal dir auf den Fersen. Also ich will die Hauptstadt von dem holen. Aha, sehr schön. Da werde ich mal kurz rumskippen, was es alles Neues gibt. Was habe ich denn mit dir vor? Einmal Schildträger. Hier kann ich sowas nicht machen, ne? In die kann ich doch sicher. Erobern. Sehr schön. Das ist auch meiner, ja. Gut. Das wird ein Stratege. Okay, die Stadt hat noch nicht wirklich eine Garnison. Da bin ich mal gespannt, ob der bald kommt. So. Oh, ich bin gerade im Totenbereich. Aber dann hole ich mir einfach die Siedlung und bin wieder im grünen Bereich. Sehr schön. Was wie so ein Tempel. Gut, du heilst noch. Und du chillst gerade noch. Chili Manjaro. So. Entschuldigung, ich bin so durch. Keine Ahnung. Es tut mir auch wirklich leid. So. Nahkampfangriff mit Speeren ist
Immer ganz schön. Gut. Der Nachteil beim, also, jetzt mal Real Talk, wie man so schön sagt, ne? Ich bin ja selbstständig, ne? Also, habe ich schon öfters erzählt irgendwie. Aber falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, ich bin ja letztes Jahr Holzbildhauermeister geworden, also Schnitzer, Künstler, freischaffender Künstler. Und der Vorteil am Selbstständigsein ist wirklich, du kannst dir komplett die Zeit selbst einteilen. Das ist halt richtig geil. Der Nachteil ist natürlich wiederum, dass du bereit sein musst, auch länger zu arbeiten. Also auch Wochenende und was weiß ich. Ich meine, also wenn du eine Deadline hast, dann hast du eine Deadline. Und das ist halt gerade mein Problem. Also nicht die Deadline, sondern eigentlich die Deadline. Aber gerade spielt einiges ziemlich blöd miteinander. So zum Beispiel, dass jetzt der Lack ausgegangen ist. Also ich habe gestern und vorgestern bis spät in die Nacht gearbeitet, also lackiert. Und damit ich eben fertig werde, also weil mit einer Schicht ist nichts fertig, sondern es braucht meistens mehrere Schichten. Also meistens, es braucht immer mehrere Schichten. Und in meinem Fall brauche ich 3 Schichten. Und es ist doppelseitig, also es ist eine Tür. Also es sind mehrere Türen. Und ist halt 3 Schichten auf der Vorderseite und 3 Schichten auf der Rückseite. Und dementsprechend lange muss das Ganze dann lackiert werden und trocknen. Also die Trockenzeit ist vor allen Dingen das, was mega lange dauert. Und wenn man keinen Platz hat oder eine kleine Werkstatt hat, so wie ich, dann kann man während des Trocknens nichts anderes mehr machen. Und das ist so schlimm. So. Ich glaube, das war's. Gut. Die beiden gehören ja auch nicht zu meiner Familie. So. Ah, der Spartaner gibt's. In den Spartaner gibt's ja auch noch. Mein Herr erwartet, dass ihr es für angemessen haltet, sein Schatten. Ja. Kann er gerne machen. 6000 ist ja für mich nichts. Du kleiner Mistkackerl, du hast jetzt was gemacht? Du hast jetzt was gemacht? Oh. Hä? Wollte ich den in den Tod schicken? Weil das ist so ein, der hat 6 Sterne. Aber der ist alleine. Ja, das brauche ich nicht zu spielen, ne? Was war das für ein Kerl? Wieso war der hier alleine? Ja, jetzt holst du dir natürlich die Stadt, du. Wieso stand der da? Das ist ja voll dumm. Und jetzt ist die Garnison natürlich raus.
Wieso ist die Garnison raus? Ich hätte so gerne abgebrochen. Dass die Kavallerie alleine hier draußen gewesen wäre. Ja, mit der Garnison drinnen wäre es für ihn schwer geworden, aber ich glaube, ich hätte es so oder so nicht geschafft. Ja, jetzt mach den halt fertig. Ramozia, wo ist denn das? Wo war denn der? Nee, wer war denn der? Wollte ich da gerade eine neue Armee ausheben? Gott, diese Spione immer. Die machen einen sehr aggressiv. Einfach in gerade ist es ja echt. Hast du gecheckt, dass hier eine große Armee ist, ne? Wie lange das dauert hier? Was ist denn da los? Was ist denn da los hier? Bedürfnis nach Kavallerie. Nee, hallo. Ehrenhafter Tod. Jüdische Familie. Okay, das bin nicht ich, ne? Ja. Okay, dann wollte ich den in den Tod schicken. Militärstörung. Bestochen, das ist auch so ein... Haben wir ja schon mal drüber ein bisschen diskutiert. Ich finde das... So lala, ehrlich gesagt. Dass das möglich ist. Also, ich meine, wenn irgendwie Noobies irgendwie so Bronze, maximal Bronze Leute, vielleicht auch noch Silber 1 oder 2, wenn die sich bestechen lassen, okay, aber wenn solche Gold so wirkliche Veteranen sich bestechen lassen und dann auflösen, das ist dann ein bisschen zu heftig. Gut, du brauchst noch zwei Runden. Ich nehme sie mir trotzdem. Wenn der den Elefanten gekillt hätte. Hier ist es auch wieder, also schlimmstenfalls hat sich eine Kavallerie auf. Okay. Das ist noch in Ordnung. Aber alles andere wäre ein bisschen zu heavy gewesen. So, wohin gehst du? Du kannst ja eigentlich keine Stadt angreifen. Du wirst immer sterben. So, ich gehe mal nach Nisa. So. Und dann räume ich langsam auf hier. Da hatte er jetzt... Ja, okay, das muss ich ja schon lassen. Der Abtrünnige hatte jetzt auch wirklich genug Zeit, um wirklich Militärgebäude zu bauen. Also, das stimmt schon. Der hatte auf jeden Fall genug Zeit. So,
hier wird's knifflig. Ich glaube, da hole ich den noch. Und der... Okay, so mache ich's. Der geht nach unten. Und der geht nach da, weil hier sind die Kanuten. Und der traut sich ja gerade noch nicht, mich mir den Krieg zu erklären, was ich gut verstehen kann. Sparta. Es ist ein gutes Leben. Ich hol mir einfach mal sau viele Pferde, weil ich gerade Boni auf Pferde habe, auf Kavallerie. So, hier mal kurz durchswitchen. Da war was. Das ist auch Roma. Sehr schön. Wird ausgebaut. Ui. Hier gibt es aber jetzt was. So. Wackel, 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 wackel. Und das war's schon. Gut. 27 Minuten. Das reicht. Vor allem jetzt habe ich... Jetzt habe ich Feierabend. So. Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und es tut mir leid, wenn ich ein bisschen neben der Spur war. Ist gerade nur sehr stressig für mich. Aber da habe ich euch ja schon genug voll geheult. Ja, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bis dann, bye bye. Dum 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 dum.